Und damit, hey, hey Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zu Donate Account. Es ist immer noch Sonntag, es gibt nichts Neues zu erzählen. Wir sind immer noch 999 Meter unter der Erde und ja. Kaboom! Ich habe nur die Nachbarschaft aufgeräumt. Wenn ihr wissen wollt, um was es hier überhaupt geht, warum wir unter der Erde sind, und zwar 999 Meter, dann schaut euch die letzten zwei Folgen an. Ich verlinke sie euch oben links auf dem i. Meistens bei 6 Minuten die letzte Folge und bei 12 Minuten die komplette Playlist. Da könnt ihr einfach mal ein bisschen reinschauen und mal gucken, was es denn da so Spannendes gibt. Hat sonst noch wer ein Problem mit mir? Ja, ich? Naja, eigentlich mehr mit Mira. Oh! Jetzt bist du dran, Mira. Coco? Nun ja, Mira. Vor allem, Mira weiß vor allem, aber was? Mira weiß von allem. Aber ich denke, jeder sollte es hören. Sogar die Vogelspinner? Ja, sag's ihnen. Ich wusste, dass die Waschbären die Löcher machen. Ich wusste es die ganze Zeit. Yeah. Sie wusste es. Hat nichts dagegen getan. Wie viele Schlangen werden wohl nötig, um dich zu besiegen? Große Schlangen, giftige? Normale Größe. Aber du musst in einem winzigen Raum kämpfen. Okay, wahrscheinlich 1000, lel. Okay, erwarte eine baldige Lieferung. Oh, Double Spam. Du hast dich noch nicht mit dem ganzen Verschwinden hier befasst, oder? Nein, Punkt, Punkt, Punkt. Sollte seit Tagen nicht mehr ins Telefon gegangen. Hast du mit Possum gesprochen? Er sagt, er hat Infos. Possum hat mir erzählt, dass die Erde hohl ist. So wie mein Kopf. Warte, was? Und flach. Beides gleichzeitig. Irgendwie. Mira, weißt du, seit diese Waschbären aufgetaucht sind, verschwinden ständig Leute und du arbeitest in ihrem Donut-Shop. Keine Ahnung, die Waschbären behandeln mich nicht wirklich gut. Und BK ist my friend. Ich habe einen Donut bestellt. Warum? Ich will wissen, wie sie schmecken. Ich muss los. Wir reden bald weiter. Er schläft einfach. Oh, Geckos, unsichtbare. Nennt man Chamäleon. Also Chamäleons sehen anders aus. Aber oh, sogar ein Mini-Gecko-Mant. Ein Gecko-Mant. Das ist jetzt der Fachbegriff, Leute. Falls ihr es nicht wusstet. Gecko-Mant ist... Wenn ich das Loch hier blocke, dann meine Maus auf die andere Seite bringe. Wie schnell... Ah, ist okay. Oh, da ist noch ein Mini-Gecko. Komm her, dich gibt's zum Frühstücken. Lasst jetzt ein Like da, wenn ihr auch immer Geckos zum Frühstück esst. Oder Chamäleons. Hier sind noch zwei kleine. Oh, hier ist noch einer. Dann ist er der nächste. Übersehe ich was? Oh, er ist noch ein Stück kleiner als die anderen beiden. I see. Er ist der größte von allen? Nein. Er der größte. Und tschüss. Hier wäre alles perfekt. Und dann kommen wir zu Coco. Einen wunderschönen guten Tag. Hier haben wir auch wieder ein paar Geckos. Da ist sein Wasser. Jetzt wird er wach und rennt schreiend weg. Und sein Ventilator. Ich habe auch mittlerweile 20 Ventilatoren immer an in meinem Zimmer. Der von der Klimaanlage läuft die ganze Zeit. Und noch einer, der vom Flur, vom kalten Flur die Luft reinpustet. Ist smart. Die Automarke. Jawoll, ja. Oh, er musiziert. Er scheint Musikantist zu sein. Ja, das heißt, so ist der Fachbegriff. Oh, das ist so entspannt, dieses Geräusch. Genial. Und die da rechts machen hier Fitness. Und tschüss. Upp. Nächstes Level geschafft. Oh, bin gegen das Mikrofon gekommen. Es tut mir leid. Das Mikrofon hängt jetzt auch ganz weird.
Tolle Lieferung. Wir sind kurz davor, Rang 10 zu erreichen. Wir haben wieder in Trashopedia ein paar Sachen freigeschalten. Oh, ein paar viele sogar diesmal. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Und ich trinke nochmal. Einfach nach jeder Runde einmal was trinken. 999 Meter unter der Erde, Donut County, ihr wisst Bescheid. Es tut mir so leid, Coco. Es war meine Schuld, dass du in dem Loch gelandet bist. Ich hätte den Job... Oh, jetzt habe ich zu häufig gedrückt, Entschuldigung. Was zum... Ich dachte, wir wären Freunde, Mann. Dachte ich auch. Aber dann hast du meine Stadt kaputt gemacht. Hast du meine Stadt kaputt gemacht? Ich verstehe es einfach nicht. Ich habe versucht, dir zu helfen. Als du mich darum gebeten hast. Ich habe das Kapult-Upgrade gekauft. Auch wenn es absolute Paketverschwendung ist. Du hast mir gesagt, dass du mit dem Katapult alles wieder aus dem Loch herausholen kannst. Und jetzt sitzen wir hier unten immer noch im Loch. Jellybean. Okay. Hühner sind keine Produktverschwendung. Gib Dollop ein Küsschen auf den Kopf. Du hast sie beleidigt. Ich glaube, das war extremst viel zu laut. Nee, lass mal gut sein. Gib ihr ein Küsschen. Nein. Das ist das Mindeste, was du tun kannst, nachdem du all unsere Eier gestohlen hast. Ich habe die Eier nicht gestohlen. Sie sind durch den Boden gefallen. Bock? Erzähl einfach deine Geschichte, Jellybean. Die Zeiten auf der Farm sind schwer. Ich musste meine hochgeschätzten Haaren verkaufen, um über die Runden zu kommen. Dollop war sehr sauer. Eggs. E-double-G-S, Eggs. Moin. Oh, er ist ein bisschen traurig. Und jetzt zerstören wir auch seine gesamte Scheune und alles drumherum. Wie unfair. Oh, da ist Waschbär. Sind wir das, maybe? IDK, aber es könnten wir sein. Ja, und den Hahn, der wird jetzt auch... Ich glaube nicht, dass wir das sind. Wir würden uns selber nicht töten. Was hier? Das sind wir, obviously. Warum hast du Coco einen Donut gebracht? Ne, die sind nicht zu Späßen aufgelegt. Er hat einen bestellt. Lil, worin liegt das Problem? BK, das ist zu viel. Zu viel. Achso, zu viel. Ey, das ist genauso wie wenn man WhatsApp schreibt. Genauso wenn man chattet. Jedes Mal. Du musst sofort das Katapult-Upgrade kaufen und die Dinge wieder in Ordnung bringen. Aber ich muss für meinen Quadcopter sparen. Los jetzt, du hast es versprochen. Schon gut, ich werde alles in Ordnung bringen. Aber du schuldest mir was. Ciao. Ladeshop. Energiegetränke. Sitzsackstuhl. Tablethülle. Ah, das haben wir schon gekauft, die zwei Sachen. Okay, das können wir erst auf Level 10 kaufen. Dann kaufen wir das Katapult. Kaufen. Oh. Da sind wir wieder pleite. Linksklicke, um das Katapult zu finden. Ach, und somit kann ich die Sachen noch weiter zerstören und sie besser einsaugen. Okay. Jetzt habe ich einen Goggle-Ahn. Und mit dem Goggle-Hahn kann ich jetzt Sachen schießen. Hier, ne. Was hier? Hab ich. Ach ja, doch, den kann ich schießen. Und. Der fliegt so langsam runter. Oh, muss der vielleicht, kann es sein, dass eventuell im Bereich des Möglichen der Hahn da rein muss. War komplett daneben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht... Ja? Ja! Als ob es das war. Oh. Ah, ich sehe es. Ich muss den Schalter umlegen, oder? Ja. Oh, nee.
schön hier in der Mitte treffen. Lecker, 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 lecker. Ich esse gar keine Eier. Oh, das auch. Ja, das macht einen Abflug erstmal. Find's ein bisschen weird, dass das nicht alles direkt lädt. Das ist, glaube ich, würde ich sagen, bisher das größte von allen Löchern, die wir bisher gemacht haben. Ich muss trotzdem mal auf die Uhr gucken, wir haben immer noch Zeit. Es ist so unangenehm, immer zwischendurch auf die Uhr zu gucken. Trashopedia, schauen wir wieder rein. Gib da einfach kurz durch, um zu gucken, wie viel es ist. Können wir das nicht alles sagen? Können wir in einem extra Part machen? Ich hoffe sowieso nicht mehr, dass es als 5 bis 10 Videos gibt, damit ich noch ein paar andere Sachen machen kann. Dann kann ich das vielleicht auch mit einem anderen Projekt sogar mischen, was halt mega cool wäre. Du hast dich mal versucht zu helfen, Vika. Doch, hab ich! Es ist schwierig, das Katapult zu benutzen. Ich denke, das Loch eignet sich nur zum Kaputtmachen von Dingen. Muss wohl so designt sein. Designt. Was schaust du mich so an? Ich habe es nicht designt. Aber du hast es benutzt. Ja, vielleicht. Na, was hätte ich denn sonst benutzen sollen? Keine Ahnung. Du hättest echte Donuts benutzen können. Hätte ein echter Donut den armen Bearclaw von seinem sicheren Untergang bewahren können? Mich bewahren? Du hast mich gedemütigt. Du wurdest von Bienen gejagt. Ich bin ein Held. Du hast einen Donut mitten in dem Wald bestellt. Ja. Ist schon irgendwie verdächtig, dass du Donut-Lieferungen mitten in den Wald anbietest. Von Bienen gejagt. Schau mal, schau, schau, ganz entspannt. Es ist ein harter Job und du weißt, manchmal wird man halt von Bienen gejagt und so. Aber heißt nicht, dass ich gerettet werden will. Oh, wie cool, habt ihr gerade die Bienenwaben gesehen? Das ist eine Dingstextur. Honey Hunt National Forest. Die Bienentextur. Wie cool, die passt sich an. Schaut mal einfach auf die Bienenwaben. Ah, jetzt seht ihr es nicht, aber gleich, wenn die anfangen umzukippen. Seht ihr das? Die Textur ist, das ist keine Textur, das ist... Die Textur bewegt sich mit. Ich überleg grad, wie man das nennt. Oh, ich hab was. Und aufgefangen. Ja. Aber seht ihr jetzt, was ich mit den Bienenwaben meinte? Jetzt. Hier erst und dann. Kann ich eigentlich den hier hinten? Achso! Komm, komm, komm. Ja, ja. Ja. Wie mache ich die jetzt? Mit dem Frosch los. Kann ich den da runterschießen? Ja, schaut euch mal die Bienenwabentextur an. Wie genial sieht das denn aus? Lustig. Aber scheint noch nicht reinzupassen. Was? Die muss ich runterschießen. Oh, die sind dreidimensional angeordnet. I see. Auf den Schatten achten. Das ist hier. Das ist hier. Das ist hier irgendwo. Ja. Die Bienen wahrscheinlich auch. Da essen Frösche Bienen? Wir haben doch bestimmt jemanden unter uns, der weiß, was Frösche so essen. Wir haben bestimmt jemanden, der sich mit Fröschen auskennt. Essen Frösche Bienen? Und wenn ja, warum wusste ich das nicht? Okay, perfekt. Der Frosch scheint wichtig zu sein. Wir essen erstmal, bevor wir hier die Bienen holen. Zack, 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 zack. Bienen 1. Der Frosch wird größer. Sehe ich das richtig? Ich glaub schon. Ja.
den können wir so auch runterholen. Ah ja, okay. Scheint zu funktioniert zu haben. Ich muss trotzdem noch mal kurz in die Aufnahme gucken. 15 Minuten, ja. Sind am Ende der Folge. Oh, wir stehen kurz vor Rang 10. Vielleicht schaffen wir es schon beim nächsten Mal. Was meint ihr? Lasst auf jeden Fall, wenn euch das Ganze gefallen hat, auf jeden Fall ein Like da. Und wenn ihr die nächste Folge verpassen wollt, Abo und das Glöckchen, dann werdet ihr auch benachrichtigt. Bis zum nächsten Mal, bis dann.